Top 10. Heute 10 Phobien, die dich töten können. Nummer 10. Iatrophobie, die Angst vor Ärzten. Bei vielen Menschen löst der Gedanke, zum Arzt zu gehen, große Ängste, Panikattacken oder Übelkeit aus. Umfragen zeigen, dass sich 3% der Bevölkerung unwohl fühlen, wenn sie einen Arzttermin haben. Diese Angst ist teilweise so groß, dass sich viele Betroffene viel zu spät medizinische Hilfe holen, egal wie dringend sie diese benötigen und dadurch ihr Leben riskieren. Bei dem 76-jährigen John Dart steigerte sich diese Angst 2009 auf tragische Weise. Einen harmlosen Fleck auf seiner Nase hielt er für Krebs und anstatt damit zum Arzt zu gehen, entschied er sich, Selbstmord zu begehen. Nummer 9. Heliophobie, die Angst vor der Sonne. Laut Pacific Health Center steigt die Zahl der Menschen mit Heliophobie aufgrund einer wachsenden Angst vor Hautkrebs. Menschen, die an dieser Phobie leiden, spüren meist Beklemmungen und Phantomschmerzen, wenn sie der Sonne direkt ausgesetzt sind. Obwohl Zurückhaltung bei starker Sonnenbelastung dazu führt, dass das Risiko für Hautkrebs sinkt, sollte man es trotzdem nicht übertreiben. Die Abneigung, in die Sonne zu gehen, kann zu Vitamin-D-Mangel führen. Das reduziert die Fähigkeit des Körpers, den Kalziumhaushalt zu regulieren und die Knochen gesund zu erhalten. Deshalb führt die Meidung von Sonnenlicht zu einem erhöhten Risiko, Rachitis, Krebs und andere zerstörende und oft auch tödliche Krankheiten zu bekommen. Nummer 8. Somniphobie, die Angst vor dem Schlaf. Somniphobie können Menschen bekommen, die Angst vor Kontrollverlust oder auch immer wiederkehrende Albträume haben. Viele Menschen sagen, dass die Angst, im Schlaf zu sterben, der Grund dafür ist, dass sie nur ungern ins Bett gehen. Ironischerweise könnte genau diese Angst sie töten. Somniphobiker bleiben regelmäßig mehr als 24 Stunden wach. Das greift ihre Gesundheit stark an. Schlafmangel kann zu unterschiedlichen, teilweise sogar tödlichen Gesundheitsproblemen führen, darunter Bluthochdruck, Herzleiden oder Schlaganfälle. An der Harvard Medical School wurde herausgefunden, dass nur eine Nacht mit zu wenig Schlaf zu erhöhtem Blutdruck führt. Nummer 7. Rypophobie, die Angst vor dem Stuhlgang. Anxiety UK, eine wohltätige Organisation für Menschen mit Angststörungen, schätzt, dass mindestens 4 Millionen Menschen sich unwohl fühlen, wenn sie öffentliche Toiletten benutzen. Bei einigen dehnt sich diese Angst allerdings auch bis zu ihnen nach Hause aus. Rypophobie bringt die Menschen dazu, ihre Darmtätigkeit so weit wie möglich zu hemmen aus Angst vor schmerzhaftem Stuhlgang. Ein extremes Beispiel für den Ernst dieser Phobie ist der Fall von Emily Titterington. Emilys Ängste waren so groß, dass sie ihren Stuhl häufig bis zu 2 Monate lang zurückhielt. Dadurch schwoll ihr Darm an, was einen großen Druck auf ihre inneren Organe ausübte. Letztendlich starb sie im Alter von nur 16 Jahren an einem Herzinfarkt. Nummer 6. Trypanophobie, die Angst vor Nadeln. Das Marktforschungsinstitut Harris Interactive fand 2012 heraus, dass von den 60% aller erwachsenen Amerikanern, die sich gegen eine Grippeimpfung entscheiden, 23% ihre Angst vor Nadeln als Grund für diese Entscheidung angeben. Das kann eine gesundheitliche, sehr riskante Entscheidung sein. Ungefähr 36.000 Menschen sterben jedes Jahr an einer Grippe. Ihre Spritzenangst hält die Betroffenen außerdem davon ab, sich bei potenziell lebensbedrohlichen Problemen ärztliche Hilfe zu holen. Die Journalistin Karen Cheatham sprach 2011 über den Tod ihres Vaters, den sie seiner lebenslangen Furcht vor Nadeln zuschreibt. Wegen seiner panischen Angst hatte er einen Krankenhausaufenthalt 5 Jahre lang aufgeschoben, obwohl er Anzeichen für Prostatakrebs zeigte. Das alles, da er befürchtete, dass er bei einer Behandlung Spritzen bekommen könnte. Nummer 5. Mysophobie, die Angst vor Keimen. Meist verbunden mit Zwangsstörungen bringt Mysophobie die Betroffenen dazu, sich selbst und die Objekte in ihrer Umgebung zwanghaft zu reinigen. Das kann den Alltag des Menschen zugrunde richten und hat oft fatale Folgen. Samantha Hamcox zum Beispiel hatte so große Angst davor, mit Keimen in Berührung zu kommen, dass sie 18 Jahre lang fast nie ihr Haus verließ. Sie verbrachte 20 Stunden am Tag unter der Dusche und aß so gut wie nichts. Immer wieder versuchten Psychiater, sie von ihren Ängsten zu befreien, aber trotzdem starb Samantha mit 40 Jahren an Flüssigkeitsmangel und Infektionen ihrer Haut, die von der Mysophobie auch noch verursacht worden waren. Nummer 4. Counterphobie, die Angst, sich seinen Ängsten nicht zu stellen. Counterphobie ist eine seltsame Phobie, bei der sich die Betroffenen gezwungen fühlen, sich selbst in furchteinflößende und gefährliche Situationen zu begeben, obwohl sie davor schreckliche Angst haben. Das krankhafte Verlangen, sich selbst immer wieder mit seinen größten Ängsten zu konfrontieren, erzeugt viele
Symptome von extremer Panik, aber trotzdem können die Betroffenen nicht damit aufhören. Bei dem Wingsuit-Flieger Jeb Corliss hat ein Psychiater Counterphobie diagnostiziert. Corliss hat sich mehrfach schwer verletzt, einmal knallt er gegen eine Klippenwand, überlebt aber wie durch ein Wunder mit nur ein paar Knochenbrüchen. Er hat durch den Sport zahlreiche gute Freunde verloren, aber trotzdem hat Corliss das Gefühl, dass er keine andere Wahl hat, als mit dem Sport weiterzumachen. Weiter zu 3. Zibophobie, die Angst vor Nahrung. Zibophobie wird meist durch ein traumatisches Erlebnis wie Verschlucken oder Würgen ausgelöst. Die Angst vor Nahrung führt dazu, dass diese gemieden wird. Zibophobie ist häufig verbunden mit Bulimie, Anorexie und anderen Essstörungen. Es wird geschätzt, dass dieses Leiden weltweit 2 Millionen Menschen betrifft. Charlotte Robinson entwickelte 2007 als Teenager eine krankhafte Angst vor Essen, wodurch sie stark magersüchtig wurde. Innerhalb eines Jahres nahm sie fast die Hälfte ihres Gewichtes ab, bis sie nur noch 38 Kilo wog. Ihr Körper fing daraufhin an zu versagen und sie starb 2008 im Alter von nur 18 Jahren. Schockierend. Aber weiter zur Nummer 2, Ablutophobie, die Angst vor dem Waschen. Laut einer Studie von UNICEF werden 30% der tödlichen Krankheiten in Entwicklungsländern durch mangelhafte sanitäre Anlagen und schlechtes Hygieneverhalten ausgelöst. Die Organisation rät deshalb dazu, sich Gesicht und Hände regelmäßig mit Wasser und Seife zu waschen. Menschen, die an Ablutophobie leiden, sind dazu allerdings nicht imstande, da sie extreme Angst vor dem Baden und Waschen haben. Diese Angststörung ist besonders besorgniserregend, wenn es die Leute daran hindert, sich vor und nach dem Zubereiten von Speisen die Hände zu waschen. Aber nicht nur die körperlichen Auswirkungen der Ablutophobie können sehr gefährlich werden. Die Störung hat auch eine schädliche Auswirkung auf die sozialen Kontakte und den psychischen Zustand der Betroffenen. Oft geht sie mit Vereinsamung und schweren Depressionen einher. Und die Nummer 1, Pantophobie, die Angst vor allem. Auch bekannt als Panphobie oder Omniphobie ist diese Form der Angststörung besonders quälend, da sie beim Betroffenen durch einfach alles in seiner Umgebung ausgelöst werden kann. Charakteristisch sind regelmäßige, meist unverhältnismäßige Panikattacken. Pantophobiker bekommen dann Herzrasen, schwitzen übermäßig stark oder können nicht mehr sprechen. In einigen extremen Fällen verlieren sie sogar das Bewusstsein. Pantophobie wird meist als permanente Furcht vor etwas Unbekannten, Bösen beschrieben und ist eng verwandt mit Paranoia. Ärzte sehen sie auch als mögliche Symptome einer Schizophrenie. Das ist besonders erschütternd, da 60% der Erwachsenen, die an Schizophrenie leiden, versuchen, sich umzubringen. Wirklich krass, eigentlich soll Angst uns helfen, dass wir unser Leben nicht in Gefahr bringen, aber zu viel davon bewirkt offensichtlich genau das Gegenteil. Es gibt auch viele Menschen, die unheimliche Angst davor haben, das Wasser aus dem Wasserhahn zu trinken, weil sie befürchten, dass durch die Fluoridisierung des Trinkwassers die Regierung ihre Gedanken kontrollieren will. Was da wirklich hintersteckt, erfahrt ihr auf meinem Zweitkanal Streng Geheim, den ihr, wenn ihr es nicht ohnehin schon getan habt, unbedingt abonnieren solltet. Viel Spaß damit und auf Wiedersehen.